Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Ich bin Karin, ich bin hochsensibel und trockene Alkoholikerin und auf meinem Kanal geht es um heilsame Methoden, ja, für ein entspannteres, für ein leichteres Leben. Ja, das heutige Thema ist ja, trau dich einfach intuitiv loslegen und ich male das hier mit eben Porträt expressiv mit Acryl. Die Acrylfarben sind wirklich, da mische ich sehr viel Wasser mit dazu, damit das Ganze locker und flockig von der Hand geht. Und es soll auch, also fließen. Du siehst, hier werden auch keine direkten Grenzen gesetzt, sondern das Ganze ist eher, wie schon das Thema, trau dich frei. Freiheit genießen auf dem Papier, beim Malen. Ja, die Gefühle fließen lassen, es sich mal wirklich gut gehen lassen. Die Stifte, die ich hier verwende, sind Aquarellstifte. Ah ja, und hier sieht man den ersten Break oder Cut, also dass ich wirklich Farben verwende. Normalerweise dieses Pink ist jetzt nicht so häufig in meinen Bildern zu sehen. Also ich verwende wirklich absolut gegensätzliche Farben. Mir war danach zumute und ich habe mir gedacht, ja, mal gucken, was da so passiert. Ja, trau dich auf dem Papier, ist so, ja, so das Thema. Und ich habe die Erfahrung gemacht, eben je mutiger ich auf diesem Papier arbeite oder male, umso mutiger agiere ich dann auch häufig im täglichen Leben. Also man kann wirklich vieles, vieles üben beim Malen, in stillen Momenten, und das sind oft so die Kleinigkeiten im Alltag, wo man dann merkt, Mensch, ich bin, ich sag viel eher meine Meinung oder ich bleib bei oder setze meine Bedürfnisse durch, liebevoll durch, bleib standhaft, ja, wechsle nicht meine Meinung, wie es gerade passt. Also achte einfach mal darauf. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Wenn du Fragen hast bezüglich Material oder auch Technik, dann schreib mir doch einfach die Frage unten in den Kommentar. Und damit ich sie dir einfach auch beantworten kann. Ja, das ist wirklich sehr bunt. Für mich persönlich auch mutige Farben, eine mutige Umsetzung, ne, des Themas auch. Und wie immer natürlich male ich gerne zur Musik oder ich tanze auch nebenbei, ne, locker mich auf, um, ja, so, das sind so die typischen Auflockerungen. Und natürlich entsteht so ein Bild nicht immer an einem Abend oder an einem Tag. Ich muss ja auch die Trockenzeiten mit einplanen und das ist ja das Schöne daran. Ne, sich Zeit zu lassen, sich dem Thema zu nähern, sich zu trauen, sich zu überlegen, wo möchte ich mutiger werden, in welchen Bereichen meines Lebens. Ja, und dann so eben sich über Farben
Formen dem Ganzen annähern. Spaß haben. So wie hier jetzt. Also das sind ja wirklich Farben, das sind spezielle Acrylfarben, Leuchtacrylfarben und mir war einfach danach. Bunt, expressiv, ja. War sogar, glaube ich, die Faschingszeit. Passt. Und hier ist, das sind so jetzt die letzten Momente bei einem Bild. Ich nenne es immer gern so ein bisschen spielen, Akzente setzen. So der letzte Anstrich, die letzten Punkte. Alles Liebe, alles Gute und bis bald. Deine Karin.